So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Ich habe mir meinen Controller angeschlossen. Und im letzten Part. Sind wir wieder nicht weit gekommen. Und wir laufen sehr langsam, finde ich. Aber interessiert mich gerade nicht. Wir müssen trainieren. Ein Schwäche, wirkender Trainer. Willst du mich antreten? Jo, klar. Los, Fluffy. Zeig, woraus wir geschnitzt sind. Guten Schlag. Spezialangriff steigt. Boah. Und Tackle. Oh, ist jetzt nochmal Wachstum ein. Und nochmal Tackle. Roserade wäre auch ein schönes Pokémon von Typ Pflanze, was man verwenden könnte, wenn man Lust hat. Sonnenkern. Pokémon wechseln. Ne, wir bleiben mal drin. Ja, tut mir leid, wenn der Emulator ein bisschen langsamer läuft, aber Hauptsache er läuft, ne? Der läuft bestimmt bei 90% oder so. Eigentlich müssten wir nach rechts gehen, denn hier oben kommen wir, glaube ich, eh nicht weiter. Aber es sind halt noch ein paar Trainingsmöglichkeiten, die wir unbedingt wahrnehmen sollten, wenn man Bloody Platin spielt. So, Item geben. Was können wir ihm denn geben? Wir haben nichts. Da geben wir ihm halt. Ihr halt X-Angriff. Hauptsache es hätten Item. Ich glaube nicht, dass du Kabadormus hast. Ja, das ist natürlich jetzt auch ungewiss. Eventuell kann man die Pokémon, die es besitzt, wenn man auch Pokémon Platin oder so gespielt hat. Aber, also wenn wir jetzt Platin, wenn ich jetzt Platin, nur Platin spielen würde, statt Bloody Platin, wüsste ich eventuell, was er einsetzen könnte, ja, aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Er sagt zwar, er setzt Karpados ein, aber der Tusker. Nur um das klar zu machen, was ich meine. Turze, da bleiben wir auch drin. Jetzt brauche ich auch meine Maus fast nicht mehr einsetzen. Guten Schlag. Ich möchte natürlich, dass Fluffy sich schnellstmöglich entwickelt. Okay, es ist kein Step drauf, aber es hat trotzdem eine 100er Stärke. Aha, das ist ja nichts abgezogen. Bam. Und trotzdem war er besiegt. Ding, Level up. Samurzel. Cosma, du bist an der Reihe. Komm zurück, Fluffy. Auch ein interessantes Pokémon. Aber ich weiß nicht, wo ich einen Blattstern herbekommen sollte.
Oh, setzt Geduld ein. Bringt ihn aber nichts, denn sorge dafür, dass es besiegt wird. Level up für Cosma. Ja, am liebsten hätte ich jetzt ein Fahr. Ah, ich kann ja laufen. Man hört aber, dass die Musik hier besser langsamer läuft. So, tut mir leid. Ich brauche mich eigentlich nicht immer dafür entschuldigen. Ihr wolltet, dass ich rausfinde, wie man den Emulator verwendet, so dass ich aufnehmen kann, ohne asynchron zu werden. Naja, dass es jetzt laggt, dafür kann ich nichts. Das liegt auch nicht an meinem PC oder sonst irgendwas. Ich will Start. Was taucht auf? Ein Wurmpel. Wir haben ja auch schon Raupi auf dieser Route hier gesehen. Das ist wohl die Käferroute. Nein, du darfst mich nicht um einen Kampf bitten. Okay. Durch diese nächste Höhle kommen wir nur durch, wenn wir Zertrümmerer haben. Glaube ich. Ja. Dafür brauchen wir natürlich die nächste Arena. Und da arbeiten wir halt jetzt drauf hin. Pokémon wechseln. Oh, Sammlerin hat ein Item gesammelt. Los! Panflam. Panflam muss sich weiterentwickeln, denn ich hoffe natürlich, dass die Arena-Leiter gleichbleibend sind. Und da bräuchten wir schon Tempo-Heap. Also Panflam sollte sich entwickeln, damit wir Tempo-Heap erlernen. Durch, oh, das macht viel angenehmer mit Gamepads zocken. Ah, setz ruhig Härtner ein. Ich glaube, wir werden kratzen. Ja, Trank. Sehr schön. Zing. Okay, Glut. Tut gut. Ja, ja, blöder Reim, ne? Und ich hatte ja mal Pokémon Diamant angefangen, musste es aber abbrechen wegen der Lags und wegen der Asynchronität. Naja, die Lags waren es noch nicht mal. Das war eigentlich nur die Asynchronität. Und es war ja eh nur ein Walkthrough. Wir waren eigentlich relativ weit schon. Aber wir sind ja hier jetzt auch nur so langsam, weil es Bloody Platin ist und nicht Diamant. Die Trainer haben eventuell gleich viele Pokémon wie sonst auch, aber halt andere. Es gibt andere Pokémon zu fangen, was es an einigen Stellen einfacher macht voranzukommen, an anderen Stellen aber schwieriger. Und hier kommen wir noch nicht weiter. Ohne Zartrauma. Können wir jetzt mal den Trank abholen? Ihr seht live, wie viel Uhr es bei mir ist. Was willst du? In einer anderen Höhle wird der Weg durch Felsen blockiert. Ein Pokémon müsste aber in der Lage sein, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ja, durch Zartrauma. Da wir hier alles getan haben, was wir tun konnten, würde ich sagen, gehen wir den Weg weiter Richtung Herzelingen. Gucken erstmal, was es hier oben so gibt. Ein Pokéball.
Der Alarm aller Pokémon überträgt sich auf mich. Zip, Utsip, Zubat, los! Was werde ich einsetzen? Zwei Pokémon? Griffel! Das ist mal das Zerburze. Kampf! Tackle. Ja, da tue ich roten Schlag gegen mich ein. Gönn ich dir. Ich zieh dir über die Hälfte ab. Hm. Zack, Kratzer trifft uns. Ja. Und Mankey, da müssen wir tauschen zu Cosma. Ach, der Sammlerin hat ein Item. Los! Mankey, ja. Hm. Zum Glück haben die Psychotrainer, die man erkennt, annehmen Sprite. Nach Psycho-Pokémon, allerdings auch andere. Meine Pokémon. Ja, Pech. Pokémon. Item nehmen. Hypertrank. Ja, yeah, geil. Hätte ich schon besiegt? Mhm. Mach ich. Da brauchen wir jetzt oder auch nicht. Ein Sandan. Ist nicht so das Pokémon, was ich mir wünsche. Mein Shinox ist immer in der Nähe. Wir haben eine enge Bindung. Und welches Pokémon hat er stattdessen? Detlef. Ein Sandan. Oh, das männliche kriegt auf den Boden und das weibliche ist halt gerade gesprungen. Wir setzen Panflam ein. Ein Igler. Hm. Ich habe mir natürlich das Bloodyplantin Let's Play von Neos von LPM geschaut. Er hat ja 100% gemacht, das heißt, er hat jedes Pokémon, was es gibt, gefangen, alle 493. Das habe ich natürlich nicht vor. Aber ich weiß an einigen Stellen eventuell, dass da legendäre Pokémon auftauchen können. Wir werden auch bald in einem Gebiet sein, wo Celebi auftauchen kann. Hm. Das gefällt mir nicht so gut. Ich meine, das kann uns besiegen. Das wird ja direkt Level 70 sein. Eigentlich haben wir gar keine Chance gegen es. Also wir haben zum Glück wie Markus und fangen es mit einem Pokéball, ne? Ich glaube, dieses Projekt wird auch das längste meiner bisherigen Projekte sein. Mhm. Allerdings ist das Spiel für mich nach der Liga vorbei. Weil danach kommt nur noch Gekämpfe. Das ist eigentlich nichts Interessantes. Im Nachhinein. Los, Luffy. Bezwinge es mit einer Tackle-Attacke. Bam. Level 5. Und Giftdorn, natürlich. Du, 63 Punkte. Wird durch Gift verletzt und Fukano wird in den Kampf gesetzt. Naja, da bleibe ich noch kurz drinne. Ich weiß, ich möchte ja mal Level abbekommen. Sebastian. Na gucken, was Tackle noch abzieht. Okay, Pokémon wechseln zu Panflam. Es sollte sich bald entwickeln. Ich glaube mit Level 15, oder?
Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Ja, gleich mal alle Pokémon durch. Okay, nur Panflammen. Sehr schön. Wow, das ist die Herausforderung von Bloodyzarchi. Die Trainer nerven, wo sie nur kann. Okay, der Spezialangriff geht noch. Ist noch okay gegenüber dem Angriffswert. Das da. Wir bleiben drinnen. Er hat. Muss er festhalten. Vulcano und. und das eingesetzt. Ansonsten. Was war denn sein erstes Pokémon? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall kein anderes. Kein anderen Feuerhund. Ah, das ist gemein, ey. Patz. Hey! Panflam wickelt sich. Panflam. Panpyro, genau. So heißt das. Panpyro. Das ist somit. Verhindern bringt eigentlich nichts. Silberblick könnte man noch behalten. 1, 2 und schwupp! Pampyro hat Verhindern gegessen. Und Pampyro lernt Tempo Heap. Ja, denn. Hält es denn noch 40 Schritte aus? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, okay. Na, gute Neuerung. Ah, ich dachte schon, ey. Ah, ich würde am liebsten speeden, aber es geht leider an diesem Emulator nicht. Nee, ich probiere es offscreen aus. Vielleicht geht's ja mit der Super Nintendo Taste. Gleich mal testen. Auf jeden Fall müssen wir. Naja, was heißt müssen? Gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Der schon noch hier das Gebiet vor der Höhle ab. Ja, okay. Holen wir uns noch das Item und dann Riolu. Riolu wäre ein Pokémon, was ich verwenden könnte. Es ist stark, sieht gut aus. Setzt Ausdauer ein. Setzt Ausdauer ein, ja. Ich hab's gemerkt. Pokémon los! Jung! Ding, ding, ding. Hat sich befreit. War zu erwarten. Setzen wir nochmal Tackle ein. Vielleicht setzt es nochmal Ausdauer ein. Jo. Übersteht den Angriff, bitte. Ja. Riolu ist natürlich schwer zu fangen. Oh. Aber wir versuchen es einfach mal weiter.
Okay, Mann, nee. Na okay, vielleicht mehr halt. Naja, wie auch gesagt. Yeah. Sandan. Nein, ich möchte kein Sandan. Du bist voll krass im Kommen. Dankeschön. Du. So, wir haben den Schutz gefunden. Oh, das ist so schwer. Ein Shinox. Mein Lieblings-Elektro-Pokémon. Wir werden einfach hier speichern, neben der Trainerin. Sehr schon wieder bei 22 Minuten. Verdammt, Mann. Na egal, wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dann und ciao.